Willkommen zur sechsten Woche Betriebssysteme und Rechnernetze im Sommersemester 2021. Letzte Woche hatten wir das Thema Dateisysteme abgeschlossen und wir hatten uns mit Dateisystemen, mit einem Journal beschäftigt. Also wir hatten uns angeschaut, was gibt es da für Varianten. Und wir hatten uns die Adressierung mit Extents angeschaut und das verglichen mit der Blockadressierung. Und abschließend hatten wir uns noch Copy on Write angeschaut. Bei Copy on Write, da haben wir ja einige Vorteile. Und ja, damit hatten wir dann noch das Thema beendet. Speicherverwaltung überhaupt das Thema beendet und sind dann zu einem sehr anderen. Zu einem anderen sehr wichtigen Thema aus dem Bereich Betriebssysteme gesprungen, nämlich zur Prozessverwaltung. Zuerst hatten wir geschaut, was macht einen Prozess aus, was weiß das Betriebssystem quasi über einen Prozess, was für Informationen gibt es da. Und wir hatten gesehen, es gibt drei verschiedene Kontextinformationen. Also es gibt den Hardware-Kontext, es gibt den Systemkontext und es gibt den Benutzerkontext. Und wir haben gesehen, das Betriebssystem verwaltet für jeden Prozess einen Prozesskontrollblock mit den wichtigsten Informationen über den Prozess. Und um genau zu sein, da ist der Systemkontext drin und der Hardware-Kontext wird da quasi gerettet, wenn ein Prozess verdrängt wird von der CPU. Und genau, dann gibt es noch die Prozesstabelle, in der also auf die Prozesskontrollblöcke quasi verwiesen wird. Wir haben gesagt, jeder Prozess ist zu jedem Zeitpunkt in einem wohldefinierten Zustand und diese Prozesszustandsmodelle, die sind bei den unterschiedlichen Betriebssystemfamilien auch leicht unterschiedlich. Es ist dann immer ein bisschen schwierig, finde ich, wenn man dann von 0 auf 100 gleich voll einsteigt und das endgültige Zustandsmodell eines Betriebssystems zeigt. Deshalb baue ich das immer so Schritt für Schritt auf. Und letzte Woche sind wir bis hierhin gekommen. Wir hatten festgestellt, also erstmal braucht man zwei ganz grundsätzliche Zustände. Man braucht erstmal bereit und rechnend, also man kann auch sagen rechnend und nicht rechnend. Und wir haben aber auch gesagt, das reicht keinesfalls aus in der Praxis, weil ein Prozess, der nicht rechnet, der kann vielleicht auch gar nicht rechnen. Ja, der kann vielleicht jetzt gar nicht sinnvoll auf die CPU zugreifen, weil der ist vielleicht blockiert. Grund für Blockade kann zum Beispiel sein, es wird auf eine Benutzerinteraktion gewartet oder auf ein Zwischenergebnis eines anderen Prozesses. Das heißt also, wir haben schon mal mindestens drei Zustände. Ja, bereit, rechnend und blockiert. Wie kann man jetzt sowas realisieren oder wie ist es in der Praxis realisiert? Über Warteschlangen. Und diese Warteschlangen, die dienen dann natürlich dazu, die Ausführungsreihenfolge der Prozesse abzubilden, beziehungsweise halt auch ihren Zustand. Wir sehen hier also einen Prozess, der erstellt wird, der kommt also in die Warteschlange der Prozesse im Zustand bereit und die Reihenfolge der Prozesse hier in dieser Warteschlange, das hängt davon ab, was für ein Scheduling-Verfahren das Betriebssystem einsetzt, also wie es der Scheduler im Betriebssystemkern definiert hat. Wenn ein Prozess Zugriff auf die CPU bekommt, dann kann er vielleicht laufen, bis er terminiert, also bis zu seiner vollständigen Abarbeitung. Ist aber wohl eher unwahrscheinlich.
wahrscheinlicher ist, dass er irgendwann dann die CPU wieder entzogen bekommt, weil die Zeitscheibe abgelaufen ist oder weil es zu einer Unterbrechung kam. Oder der Prozess ist blockiert, weil er auf ein Ereignis wartet. Und da haben wir hier entsprechend viele Warteschlangen, so viele, wie es also Ereignisse gibt, auf die aktuell gewartet wird. Wenn dann das Ereignis eintritt, beziehungsweise wenn ein Prozess die CPU entzogen bekommen hat und er ist nicht blockiert, dann wird er also wieder hier in die Warteschlange der bereiten Prozesse eingereiht. Diese Zustandsübergänge, das ist die Aufgabe des Dispatchers, ist auch eine Komponente im Betriebssystemkern. Und wir sehen also hier auch für alle Zustände, Prozesszustände, gibt es also Warteschlangen, außer für den Prozesszustand bereit. Weil wenn ein Prozess im Zustand bereit ist, dann muss er ja nicht warten, dann kann er ja direkt auf die CPU zugreifen. Ja, im richtigen Leben ist es leider noch ein bisschen komplexer. Also drei Zustände, drei Prozesszustände reichen auch nicht aus. In der Praxis wird es dann schon mal mindestens auf fünf erweitert. Einfach um die Ressourcen der Betriebssysteminstanz besser zu nutzen und auch um den Grad des Multitaskings so ein bisschen limitieren zu können. Konkret haben wir jetzt hier zwei weitere Zustände erstmal, nämlich neu und beendet oder exit. Entschuldigung, Herr Bahn. Ja. Ich glaube, Sie haben Aufzeichnung vergessen. Nee, es läuft bei mir schon. Ach so, Entschuldigung. Ist okay. Genau, wir sehen hier also neu und beendet. Und wenn also ein Prozess erstellt wird, das heißt also sein Prozesskontrollblock ist erstellt, liegt vor, aber hängt noch nicht an der Warteschlange der bereiten Prozesse, dann kann er noch nicht die CPU zugewiesen bekommen. Das ist sinnvoll, wenn man limitieren möchte, wie viele Prozesse maximal im Zustand bereit bzw. rechnend sein dürfen. Also damit kann man limitieren, dass nicht unendlich viele Prozesse erstellt werden, die dann, ja, und die Maschine wird dann vielleicht einfach zu langsam, also der Grad des Multitaskings, der wird dann unangenehm. Als nächstes hier der Zustand Exit, also beendet. Da kommen dann die Prozesse, in diesem Zustand sind die Prozesse, die also fertig abgearbeitet sind, deren Prozesskontrollblock aber noch existiert. Der häufigste Grund ist, wenn ein Prozess sich noch nicht rückgemeldet hat. Also ein Prozess muss für eine vollständige Beendigung sich bei seinem Elternprozess rückmelden. Das heißt, er muss den Rückgabewert an den Elternprozess übermitteln und der Elternprozess muss ihn auch annehmen. Und erst dann ist ein Prozess wirklich beendet. Manchmal geht es auch nicht so schnell mit der Ressourcenfreigabe und dann ist es aber trotzdem sinnvoll, wenn man einen Prozess schon so ein Stück weit hier in so einen Beendigungszustand abschieben kann, weil wo soll der sonst hin? Ja, der kann ja jetzt nicht mehr in den Zustand bereit zurück oder so. Also macht es schon mal Sinn, dass wir hier erweitern auf fünf Zustände. Sie haben es vielleicht geahnt, im richtigen Leben ist es dann noch ein bisschen komplexer. Aber auch das macht wieder Sinn. Wir haben in der Vergangenheit, in den letzten Wochen ja schon öfters mal erwähnt, es gibt auch Auslagerungsspeicher. Auslagerungsspeicher unter Unix klassischerweise die Swap-Partition. Unter Windows ist es dann die sogenannte Auslagerungsdatei, die auf irgendeinem Massenspeicherlaufwerk liegt. Und damit können wir ja oder damit erweitern ja die Betriebssysteme den Hauptspeicher. Das heißt, wenn der Hauptspeicher voll ist, dann müssen also neue Prozesse nicht abgewiesen werden oder Speicheranfragen abgewiesen werden, sondern dann geht es halt auf den Auslagerungsspeicher. Wenn ein Prozess jetzt in den Auslagerungsspeicher verschoben wurde, wenn er suspendiert wurde, dann könnte er nicht direkt laufen. Ja, dann muss er ja erst wieder zurückgeholt werden. Das heißt also, es macht schon mal auf jeden Fall Sinn, mindestens einen Zustand zu haben für Prozesse, die
ausgelagert sind, die suspendiert sind. Und wir sehen jetzt also hier im einfachsten Fall, berücksichtigen wir jetzt nur, dass Prozesse, die eh blockiert sind, dass die ausgelagert werden können, dass die suspendiert werden können. Wir sehen also hier einen Prozess, der war im Zustand bereit, der hat dann auch irgendwann mal gerechnet und während des Rechenvorgangs wurde also klar oder während der Ausführung wurde also offensichtlich, jetzt ist er blockiert, weil er jetzt auf irgendwas warten muss. Das heißt, er ist im Zustand blockiert und wenn wir jetzt also Speicherprobleme haben, also es ist ist wenig freier Speicher verfügbar, kann es Sinn machen, dass das Betriebssystem diesen Prozess auslagert. Dann ist er suspendiert und irgendwann, wenn auch der Grund für die Blockade nicht mehr vorliegt, dann kann er ja wieder aktiviert werden. Das heißt, er kommt dann wieder hier in den Zustand der bereiten, der rechenfähigen Prozesse zurück. Gut, wenn wir jetzt sagen, wir machen es uns einfach und lagern nur die Prozesse aus, die eh blockiert sind, man kann sich jetzt schon denken, man kann natürlich auch Prozesse auslagern, die nicht blockiert sind. Ja? Das heißt, wir kommen jetzt schon wieder automatisch dann zu einem weiteren Zustand. Wir haben jetzt also nicht nur den Zustand der Prozesse, die suspendiert sind und blockiert, wir haben auch einen Prozesszustand der ausgelagerten, der suspendierten Prozesse, die eigentlich bereit sind. Das ist aber eine naheliegende Erweiterung. Ja? Wir sehen also einen Prozess, der rechnen könnte, hat irgendwann die CPU bekommen, dann war er blockiert und dann wurde er vielleicht ausgelagert, weil Speicherprobleme vorlagen. Wenn das Ereignis eintrat, wenn er also nicht mehr blockiert ist, dann ist er ja immer noch suspendiert und dann kann er irgendwann zurückgeholt werden. Es können auch Prozesse suspendiert werden, die bereit sind, die also nicht blockiert sind. Warum nicht? Das heißt, wir haben jetzt hier also schon mal sinnvoll ein Sieben-Zustands-Prozessmodell. Und jetzt sind wir schon ganz, ganz, ganz nah am richtigen Leben. Ja, jetzt fehlt uns zum Beispiel für die Unix-artigen Betriebssysteme, also für Linux zum Beispiel, fehlt uns jetzt nur noch ein weiterer Zustand und dann haben wir es geschafft. Ja, dann sind wir wirklich in der Praxis angelangt. Sie sehen also so, wir haben jetzt so ein leicht vereinfachtes Prozessmodell jetzt von den Linux-Betriebssystemen. Leicht vereinfacht heißt in dem Fall, ich habe mit Sicherheit nicht alle Übergänge drin, ja, oder ich habe nicht alle Gründe für Übergänge drin, aber so sieht es schon aus in der Praxis. Also wir sehen, ein Prozess wird erstellt, sein Prozesskontrollblock wird angelegt, dann ist er quasi erstellt. Und wenn er dann auch in die Warteschlange der bereiten Prozesse angehängt wird, dann ist er im Zustand bereit. Irgendwann wird er dann also abhängig vom Scheduling-Algorithmus, wird er dann vom Dispatcher in den Zustand rechnend überführt. Das heißt also, die Informationen im Prozesskontrollblock werden dann also berücksichtigt, die Registerinhalte werden hergestellt, er rechnet, vielleicht bis er terminiert. Unwahrscheinlich. Wenn es jetzt zu einer Unterbrechung kommt, zu einer Unterbrechung von außen, zu einem Interrupt, also zum Beispiel ein Hardwaregerät meldet einen Interrupt oder der Prozess fordert eine höherwertige Aktion an, das heißt also möchte bittet den Betriebssystemkern, dass er etwas tut, dann wechselt er hier in den Zustand Kernel rechnen, das heißt also der Kern übernimmt jetzt, irgendwann geht es dann auch wieder zurück. Wir sehen hier den Zustand blockiert, der ist selbsterklärend, also es muss auf irgendwas gewartet werden. Das Ereignis tritt irgendwann ein, dann ist er wieder im Zustand bereit. Oder wenn halt wenig freier Speicher zur Verfügung ist, dann haben wir hier noch die Zustände blockiert bzw. suspendiert, ich meine, ist ja das Gleiche. Und das haben wir dann einmal für die Prozesse im Zustand blockiert oder im Zustand bereit. Damit haben wir jetzt also ein Acht-Zustands-Prozessmodell. Und so ist es auch tatsächlich. Der Zustand beendet oder Exit, der heißt unter Unix, hat er auch den schönen Namen Zombie. Und ja, ein Zombie-Prozess, der existiert also noch. Dessen Eintrag existiert noch in der Prozesstabelle, so lange bis
der Elternprozess den Rückgabewert angenommen hat. Wie kann es zu Zombie-Prozessen kommen? Zum Beispiel, wenn der Elternprozess blockiert ist. Ja, dann kann der ja nicht den Rückgabewert annehmen. Und so lange ist dann der Kindprozess, der eigentlich beendet, der eigentlich terminiert, so lange ist der dann Zombie. Also, so haben wir uns jetzt Schritt für Schritt hier zum richtigen Leben, sagen wir mal, hingearbeitet. Ich weiß, wenn man das das erste Mal sieht, ist es ein bisschen strange, ja, und auch sehr komplex. Aber wenn man sich so Schritt für Schritt hinarbeitet, ich denke, dann geht's. Und dann macht es vor allem auch Sinn. Dann kann man sich so aufbauen. Kommen wir zu was anderem von der Prozessverwaltung. Also wir haben ja jetzt schon besprochen, wie ja, was Prozesse ausmacht, also was das Betriebssystem über die Prozesse weiß. Und wir haben jetzt auch definiert die verschiedenen Prozesszustände. Wir haben aber noch nicht gesagt, wie eigentlich Prozesse erstellt werden und wie man sie auch wieder los wird. Ja, das ist natürlich auch elementar für die Prozessverwaltung. Und es gibt unter den Unix-artigen Betriebssystemen eigentlich nur eine richtige Variante, einen Prozess zu erstellen. Und das ist der Systemaufruf Fork. Ja, Fork, die Vergabelung, erstellt eine identische Kopie des aufrufenden Prozesses. Und dieser identische Prozess, dieser neue identische Prozess, das ist dann der sogenannte Kindprozess, und der aufrufende Prozess, das ist der Elternprozess. Diese beiden Prozesse, die sind also wirklich Zwillinge, die unterscheiden sich in nichts, die haben den gleichen Maschinencode, die sind auch an der gleichen Position aktuell in ihrem Maschinencode, und die haben also auch gleiche Speicherbereiche und die Ressourcen, die zugewiesen sind, das ist dann gleich. Die sind also wirklich Zwillinge, aber die sind unabhängig voneinander. Wenn wir jetzt mal in der richtigen Fachsprache bleiben, dann sagen wir, die haben ihren eigenen Kontext, ihren eigenen Prozesskontext. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wenn ein Prozess Fork aufruft, dann ist das nicht unbedingt sehr ressourcensparsam, ja, weil es wird ja eine identische Kopie erstellt. Und so ein Prozess, der kann ja ziemlich groß sein. Es gibt auch leichtgewichtige Varianten, wie dieses V-Fork. Da wird dann also nicht alles kopiert. Ja? Aber da gehen wir jetzt mal nicht drauf ein. Bleiben wir jetzt mal bei dem klassischen reinen Fork. Also es wird eine identische Kopie erstellt. Um einfach mal zu sehen, wie man mit sowas arbeitet, habe ich hier so ein klein bisschen C-Quellcode. Wir sehen hier in den ersten drei Zeilen, da werden die nötigen Bibliotheken also eingebunden, Standard.io, Standardbibliothek, und wir sehen hier unsere Main-Funktion, wir sehen hier also eine Integer-Variable für den Rückgabewert wird definiert und es wird Fork aufgerufen, und der Rückgabewert, der ist dann also in dieser Integer-Variable drin. Fork gibt immer als Rückgabewert ganzzahlige positive Zahl zurück, und anhand des Rückgabewerts kann jetzt unterschieden werden, wo sind wir eigentlich? Sind wir im Kindprozess oder sind wir jetzt im Elternprozess? Weil am Ende haben wir ja zwei. Ja. Wenn der Rückgabewert kleiner 0 ist, dann ist alles schief gegangen. Keine Ahnung, warum sowas jetzt passieren sollte. Vielleicht wenn der keine Ahnung, ja, wenn die Prozesstabelle voll war oder wenn kein Speicher mehr da war, habe ich in der Praxis nie erlebt, dass es jetzt so nicht geklappt hat, bei so einem Beispiel. Wenn der Rückgabewert größer 0 ist, wenn er positiv ist, dann sind wir im Elternprozess, weil dann entspricht der Rückgabewert der Prozess-ID des Kindprozesses. Wir wissen ja, für jeden Prozess in der Betriebssysteminstanz haben wir eine
eindeutige Nummer, die Prozess-ID, um den Prozess zu identifizieren. Ja, und wenn der Rückgabewert gleich 0 ist, dann sind wir also im Kind-Prozess. Dann geht es hier weiter. Und so kann man das also unterscheiden im Quellcode. Wenn jetzt also mit Fork werden also in der Praxis dann immer weitere Prozesse erstellt. Und so haben wir dann also eine Hierarchie von Prozessen. Da haben wir dann also diese Eltern-Kind-Beziehung. Die kann man auch grafisch darstellen in der Shell, zum Beispiel mit dem Kommando ps-tree. So sieht man also genau, welche Prozesse welche Kind-Prozesse erstellt haben. Und da sieht man also hier, das ist jetzt schon ein paar Jahre älter, ja, hier steht, also hier sehen wir also init, der erste Prozess im Betriebssystem, der Elternprozess überhaupt, der Vater aller Prozesse. Und da sehen wir also hier diese ganzen Systemprozesse und wir sehen also auch einige Benutzerprozesse, zum Beispiel hier, da hatte ich mir damals ein Terminalfenster geöffnet in der grafischen Benutzeroberfläche und da liefen also mehrere Shell-Interpreter und wir sehen also, was ich da in den jeweiligen Shell-Interpretern wiederum gestartet hatte. Zum Beispiel ein Ghost View, also um PostScript-Dateien zu öffnen, ist also schon wirklich ein bisschen älter, ja. Und wir sehen hier also auch PS-Tree, ja, das Kommando, was dann diese Ausgabe erstellt hat. Und wir sehen hier also weitere grafische Terminal-Fenster und Shell-Interpreter und dergleichen. Also so kann man sich diese Prozesshierarchie einfach mal anschauen. Und andere Möglichkeit ist das Kommando ps, das kennen Sie vielleicht. Mit ps können Sie sich auch eine Übersicht über die laufenden Prozesse auf Ihrem System ausgeben lassen. Und ein bisschen mehr Informationen bekommen Sie hier mit den Parametern e, groß F und w. Und Sie sehen jetzt also hier die Tabelle, da haben wir also eigentlich alle relevanten Informationen zu den Prozessen, die man so im Alltag hin und wieder mal braucht. Wir sehen zum Beispiel hier der erste Prozess init, der hat die Prozess-ID 1. Wir sehen hier in der ersten Spalte übrigens auch, was ist die zugehörige User-ID, also wer ist der Besitzer des jeweiligen Prozesses. Wir sehen hier in der zweiten Spalte, da sehen wir die Prozess-ID, die eindeutige Nummer, und in der dritten Spalte, da sehen wir die Parent-Process-ID, also die ID des Elternprozesses, der den jeweiligen Prozess erstellt hat. Diese Spalte C hier, das ist das ist die CPU-Belastung in Prozent. Wir sehen SZ, die Prozessgröße, die virtuelle Prozessgröße. Das versteht man, also da sieht man wirklich, wie viel Speicher belegt der Prozess. Und das sind diese drei Komponenten, Textsegment, Heap und Stapel, also Stack. Und da kommen wir in diesem Foliensatz noch drauf, wenn wir uns die Struktur der Prozesse genau anschauen. Ja, hier sehen wir Resident Set Size in dieser Spalte. Das ist dann also wirklich der physische belegte Speicher. Und das ist dann ohne den Auslagerungsspeicher. Dann sehen wir hier dieses PSR. Das ist der zugewiesene Prozesskern. Wir sehen hier also, das war eine Vier-Kern-Maschine, die ich da hatte. Und da sehen wir also, das sind dann Werte von 0 bis 3. Ja, hier sehen wir noch den Startzeitpunkt, also entweder ein Datum oder eine Uhrzeit, wenn es der heutige Tag war. Hier Teletype Writer, das ist das Terminal, die Terminal-Emulation, wo der Prozess gestartet wurde. Bei den Systemprozessen steht da nur ein Fragezeichen, die wurden also automatisch vom Kern erstellt oder das Terminal liegt nicht mehr vor. Und hier sehen wir also die bisherige Rechenzeit auf der CPU in der Spalte Time und abschließend sehen wir das Kommando, also der eigentliche Befehl.
da kann man schon viel rauslesen. Ist jetzt nicht so schön dargestellt wie, mit dem PS3. Aber hier sehen wir natürlich auch diese Eltern-Kind-Beziehungen und dementsprechend können wir hier auch die Hierarchie der Prozesse nachvollziehen. Eine Besonderheit, vielleicht fällt es Ihnen auf, hier in der Spalte Parent Process ID, da haben wir einmal bei Init den Wert 0, weil Init hat keinen Elternprozess. Init ist der Elternprozess überhaupt. Und wir haben hier einige Prozesse, die haben Parent Process ID 1. Unter anderem auch Prozesse, bei denen man es jetzt nicht erwarten würde. Zum Beispiel hier mein Chrome-Browser. Ja. Warum? Ich sage es dann gleich. Oder hier Ewines, das ist ein Programm, um PDF-Dateien anzuschauen. Warum hat das die Parent Process ID 1? Ich sage es gleich. Ja. Noch ist es mein Geheimnis. Okay. Schauen wir uns hier anderes Beispiel an. Ich habe vorweggenommen, dass Eltern- und Kindprozess unterschiedliche Prozesskontexte haben. Und das kann man natürlich auch beweisen. Wie kann man sowas visualisieren? Wie kann man sowas demonstrieren? Ich habe hier ein kleines C-Beispiel wieder. Ganz wenige Zeilen. Sie sehen hier in der Main-Funktion. Da definieren wir uns wieder eine kleine Integer-Variable. Und jetzt rufen wir hier fork auf in dieser if-Abfrage. Und Sie wissen das ja, wenn der Rückgabewert größer 0 ist, dann sind wir also im Elternprozess. Und wenn der Rückgabewert gleich 0 ist, dann sind wir also im Kindprozess. Und Eltern- und Kindprozess, die zählen jeweils einfach nur diese Integer-Variable i bis 5 Millionen hoch. Ja, wird also immer hoch iteriert um 1 und der aktuelle Wert, der wird einfach auf der Kommandozeile ausgegeben. Und damit können wir also sehr schön demonstrieren, dass diese Kontextinformationen, dass die Speicherbereiche unterschiedlich sind, also die Prozesse sind identisch, aber separat. Und hier sehen wir also die Ausgabe. Wir sehen also einen Prozess, der wird also anfangen. Jetzt in dem Beispiel war es dann also der Kindprozess und der zählt dann also hoch von 0, 1, 2, 3, 4 und so weiter. Und irgendwann kommt es dann zum Prozesswechsel. Und dann sehen wir also, der Kindprozess stoppt und der Elternprozess macht weiter. Und der fängt jetzt auch erstmal an, 0, 1, 2, 3 und so weiter, bis wieder dann der Elternprozess stoppt und der Kindprozess macht weiter. Eltern- und Kindprozess bekommen halt jeweils, sagen wir mal, eine Zeitscheibe, ja, oder je nachdem, wie das Scheduling-Verfahren läuft. Und wenn die Zeit rum ist, dann kommt der nächste Prozess. Und so geht es immer hin und her, bis beide Prozesse fertig sind. Es ist natürlich nicht reproduzierbar. Also man kann jetzt nicht voraussagen, wann kommt es zum Prozesswechsel. Ja, das hängt davon ab, wie viele Prozesse auf dem System laufen, wie das Scheduling-Verfahren läuft und dergleichen. Was ich jetzt auch noch rausgefunden habe, früher war das einfach kein Problem, da hat man das so ausgeführt und dann hat es auch so funktioniert. In der letzten Zeit, wenn ich das dann probiert habe, wurde es ein bisschen blöd, weil wir haben ja heutzutage alle, oder ich denke schon, dass wir alle Mehrkernmaschinen haben und der Betriebssystemkern ist natürlich dann auch so clever, dass Eltern- und Kindprozess auf unterschiedlichen Kernen laufen, also dass die dann wirklich parallel ablaufen. Dann ist es natürlich etwas blöd, ja. Dann sieht man nur am Ende, wenn der eine Prozess, sagen wir mal, schneller fertig ist als der andere, dass die wirklich separat sind. Um zu erzwingen, ja, dass die beide auf einem Kern laufen, kann man sich mit so kleinen Tricks behelfen hier, zum Beispiel hier mit dem Kommando Task Set. Ja, können Sie also sagen, Sie wollen ein bestimmtes Programm nur auf einem Kern laufen haben. Und dann sieht man es natürlich wieder, wie die sich abwechseln.
Ja, hier noch ein bisschen ausführlicheres Beispiel. Wir sehen jetzt also hier auch wieder ein kleines C-Beispiel zu Fork. Sie sehen, ich habe es immer so ein bisschen anders realisiert, ja, also immer so ein bisschen anders den Fork-Aufruf mal mit Variable gleich, mal ohne. Einfach so, um Ihnen so ein bisschen unterschiedliche Herangehensweisen zu zeigen. Also wir sehen hier wieder ein C-Beispiel, wir sehen die Main-Funktion, wir definieren uns wieder eine Integer-Variable, wir rufen Fork auf und sagen also, wir wollen den Rückgabewert in dieser Integer-Variable drin haben. Wenn der Rückgabewert kleiner 0 ist, dann war alles blöd, ja, dann beenden wir und gibt es nur eine Fehlermeldung. Und wenn der Rückgabewert ganzzahlig positiv ist, dann sind wir also im Elternprozess und dann soll der Elternprozess seine eigene Prozess-ID ausgeben, die erfragt er sich mit dem Systemaufruf bzw. mit der gleichnamigen Bibliotheksfunktion getPID und er soll auch die ParentProcess-ID, also die Prozess-ID seines Elternprozesses ausgeben und die bekommt er also mit getParentProcess-ID. Ja, und der Kindprozess, wenn der Rückgabewert von Fork gleich 0 ist, dann soll der also das Gleiche machen. Und warum machen wir das jetzt? Schauen wir uns mal die Ausgabe an. Also normalerweise, sagen wir mal, in 9 von 10 Fällen, wenn Sie das ausführen, das Programm, also Sie kompilieren, Sie führen es aus, dann bekommen Sie so eine Ausgabe. Also der Elternprozess gibt seine Prozess-ID und die seines Elternprozesses aus und dann der Kindprozess. Unspektakulär, ja. Wir sehen also hier der Kindprozess. Der hat als Parent Process ID die Prozess-ID des Elternprozesses. Ja, das ist hier identisch. So soll es sein. Ich sage mal, in einem von 10 Fällen, wenn Sie das so ein paar Mal ausführen, einem von 10 Fällen vielleicht, da haben Sie aber so ein Ergebnis. Und da sehen wir jetzt also, beim Kindprozess ist die Parent Process ID 1. Also quasi das gleiche Phänomen wie hier. Ja. Das hier bei Prozessen, wo man es eigentlich nicht erwartet, ist die Parent Process ID 1. Was ist da passiert? Der Elternprozess war vor dem Kindprozess beendet. Wenn der Elternprozess weg ist, wenn er nicht mehr existiert, dann muss ja der Kindprozess trotzdem irgendwann irgendwohin sich rückmelden. Ja, der muss ja seinen Rückgabewert irgendwem übermitteln können. Wenn der Elternprozess weg ist, das geht dann aber nicht. Das ist nicht zulässig. Das heißt, wenn der Elternprozess schon fertig ist, dann muss init den Prozess adoptieren sozusagen. Also ein Prozess ohne Elternprozess, das gibt es nicht. Wenn der Elternprozess weg ist, ist die Parent Process ID automatisch 1. Man kann dann also auch sehr schön sagen, init muss alle elternlosen Prozesse adoptieren. Gut. Jetzt haben wir gesehen, wir können Prozesse erstellen. Mit Fork. Allerdings nur identische Kopien. Das ist natürlich auf die Dauer auch ein bisschen stark einschränkend. Wir wollen ja auch ganz neue Prozesse erstellen können, die also mit dem aufrufenden Prozess eigentlich gar nichts mehr zu tun haben, vielleicht außer die Parent Process ID. Das heißt, wir brauchen schon mal mindestens einen weiteren Systemaufruf und das ist Execute. Mit Execute können wir einen Prozess durch einen anderen ersetzen. Das ist jetzt dann die sogenannte Verkettung. Fork die Vergabelung und Execute ist die Verkettung. Execute heißt, wir ersetzen einen Prozess durch einen anderen und der neue Prozess erbt die Prozess-ID des aufrufenden Prozesses, also des zu ersetzenden Prozesses. Man könnte also auch so ein bisschen sagen, der aufrufende Prozess begeht Selbstmord. Ja, er wird komplett ersetzt und übergibt die Prozess-ID. Wenn man jetzt also einen ganz neuen Prozess erstellen will, dann müsste man erstmal mit Fork eine identische Kopie erstellen und diese identische Kopie überschreibt man dann oder ersetzt man dann durch
execute. Würde man das nicht tun, also würde man nicht fork erst und dann execute machen, würde man den Elternprozess ja überschreiben. Ganz kleines Beispiel für Ich die hätte eine Kinder, ja. Frage dazu. Ja. Ich hoffe, ich greife es jetzt nicht vorweg, aber das wirkt ein bisschen umständlich, erst die eigenen Daten zu kopieren, um dann ja die zu überschreiben. Also warum macht man das nicht direkt? Also dass man nicht direkt einfach einen neuen Prozess erzeugt. Ich sag mal, das ist der Weg. neuer Prozess. Keine Ahnung. Ich kann Ihnen aber sagen, es gibt ja diese leichtgewichtigeren Varianten von Fork, also zum Beispiel WeFork da. Da wird ja dann gar nicht alles kopiert. Ja, da wird ja dann, sagen wir mal, nur der Prozesskontrollblock, aber nicht diese ganzen Speicherbereiche kopiert. Die grundsätzliche Struktur brauchen Sie ja. Ja, Sie brauchen ja einen Prozesskontrollblock, und Sie brauchen eine neue Prozess-ID. Warum man sich keinen einfachen Weg ausgedacht hat, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Okay. Tut mir leid. Ja, danke. Genau, kleines Fingerbeispiel zu Execute. Um das mal zu zeigen, wie das wirklich funktioniert mit der Ersetzung. Das kann man auf der Shell ganz gut nachspielen. Also Sie sehen hier, dieses Dollarzeichen ist ja der Prompt, ja, die Eingabeaufforderung für normale Benutzer. Das heißt also, ich bin hier einfach auf der Shell, in der Bash. Wir sehen also, ich habe hier PS-F eingegeben, und wir sehen jetzt also hier die Ausgabe. Einmal haben wir den Shell-Interpreter selbst, die Bash, und wir haben unser Kommando PS-F. Wir sehen also hier Prozess-ID und Parent-Process-ID. Wir sehen, Elternprozess-ID von diesem Kommando war der Shell-Interpreter. Ja. 1772 hier, diese Bash-Instanz. Wenn ich jetzt innerhalb der Bash eine neue Bash starte, kann ich machen. Ich kann die so verschachteln. Das heißt also, ich rufe hier einfach eine weitere Bash auf und gucke mir das an mit PS-F. Dann sehen wir also, ich habe hier diese ursprüngliche Bash-Instanz und ich habe eine neue, ja, und der Elternprozess von dieser neuen hier ist diese ursprüngliche 1772 und innerhalb der neuen habe ich jetzt PS-F aufgerufen. Ja, sehen wir hier Elternprozess von PS-F 12751, das ist hier die Prozess-ID von dieser neueren Bash-Instanz. Ich kann jetzt auch auf der Shell execute aufrufen. Ja, wenn ich jetzt hier execute aufrufe und PS-F, dann sehen wir hier, ich habe dieses PS-F und die Prozess-ID ist die Prozess-ID dieser Bash-Instanz, dieses Shell-Interpreters. Das heißt, ich habe diese Bash-Instanz überschrieben. Die ist jetzt weg. Und dieses PS-F hat also die Prozess-ID und die Parent-Process-ID-Information geerbt. Ja, und das PS-F, das ist ja jetzt dann auch beendet ja auch jetzt sofort. Also mit der Ausgabe ist ja der Zweck dieses Kommandos beendet. Das heißt also, gucken wir nochmal PS-F. Diese Bash-Instanz, die wir mit execute überschrieben haben, die ist weg. Die existiert nicht mehr. Das heißt, was passiert also, wenn ich auf der Kommandozeile einen Befehl aufrufe? Es wird automatisch, wird die Bash mit Fork eine identische Kopie von sich selbst erstellen und dann mit Execute überschreiben. Das heißt also, der aufrufende Befehl, das aufrufende Kommando überschreibt dann diese neue mit Fork erstellte Bash-Instanz automatisch. Und indem ich hier direkt Execute davor geschrieben habe, habe ich das quasi unterdrückt, dieses Fork. Ja. So sehen wir so ein bisschen. So können wir so ein bisschen hinter die Milchglasscheibe gucken, sage ich mal. Hier nochmal ein kleines Beispiel, wieder ein kleines C-Beispiel zu Execute. Und um es gleich vorwegzunehmen, hier dieses Execute, da steht nicht Execute, sondern Execute L.
Der Grund dafür ist, es gibt den Systemaufruf execute so zumindest unter C so gar nicht. Ja, den gibt's gar nicht so als Bibliotheksfunktion. Es gibt aber mehrere Varianten davon. Über ein Dutzend, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Gibt hier auch eine ganz schöne Übersicht. Eine einfache Variante ist dieses execute L. Spielen wir es aber erstmal durch. Also wir haben hier wieder unsere Main-Funktion. Wir definieren uns wieder eine Integer-Variable für den Rückgabewert von fork. Wir rufen fork auf. Wir unterscheiden wieder, wo sind wir, im Elternprozess oder im Kindprozess anhand des Rückgabewerts. Der Elternprozess soll jetzt einfach auf der Kommandozeile seine eigene Prozess-ID ausgeben, die erfragt er sich ja, und die Prozess-ID des Kindes, die hat er ja einfach im Rückgabewert von fork. Die kann er ja einfach ausgeben. Und der Kindprozess, der erfragt also auch seine eigene Prozess-ID mit getPID und gibt es aus und erfragt also mit getParentProcessID die ID des Elternprozesses. Und dann soll der Kindprozess überschrieben werden mit einem neuen, richtigen neuen Programm, mit einem neuen Prozess, nämlich wir rufen date auf. Warum nicht? Ja? Das Kommando date, damit geben wir die Uhrzeit, Datumsinformationen aus. Und das machen wir hier dann. Und das war es dann auch für den Kindprozess. Ja? Und dann lassen wir also hier den Elternprozess noch sagen, so, das war's jetzt, ja, Programmende. Gut, rufen wir es mal auf und dann sehen wir, in den allermeisten Fällen werden wir eine Ausgabe wie diese hier bekommen. Wir sehen, der Elternprozess gibt diese Informationen aus über sich, über die Kinder, die Prozess-ID des Kindes. Und der Kindprozess gibt seine eigene Prozess-ID aus. Wir sehen hier, das stimmt natürlich überein. Und die Prozess-ID seines Elternprozesses, auch das stimmt natürlich. Und abschließend gibt der Elternprozess noch, abschließend wird der Kindprozess noch mit execute überschrieben. Und hier sehen wir hin und wieder, ja, haben wir dann so eine Ausgabe wie hier. Und da sehen wir wieder hier die Prozess-ID des Kindprozesses. Die Elternprozess-ID des Kindprozesses ist 1. Das heißt also, der Elternprozess terminierte vor dem Kindprozess und init musste dann also den Kindprozess adoptieren. Ja, ich habe es gesagt, init muss immer die elternlosen Prozesse adoptieren. Das steht auch in 95% der Betriebssysteme Literatur genauso drin. Wenn man ganz ehrlich ist, ist es ungenau oder nicht mehr ganz aktuell. Man kann unter Linux oder unter verschiedenen BSD-Unix-Versionen auch definieren, dass ein anderer Prozess verwaiste Prozesse adoptieren soll. Warum man das jetzt tun sollte, weiß ich nicht. Ich habe das in der Praxis nie gesehen, dass es jemand getan hätte. Es geht aber wohl. So viel nur der Vollständigkeit halber. Aber bei unseren allen Betriebssysteminstanzen, da bin ich mir sicher, da wird init automatisch elternlose Prozesse adoptieren. Ja, hier nochmal ganz kleine Zusammenfassung der wenigen Möglichkeiten, die es halt gibt, wenn man einen Prozess erstellen möchte. Also einmal haben wir ja gesagt, wir haben die Vergabelung mit fork, also ein laufender Prozess, erstellt einen identischen Zwilling, alles gleich bis auf die PID und als nächstes haben wir dann execute, die Verkettung, das heißt ein Prozess sorgt dafür, dass er ersetzt wird durch ein neues Programm, durch einen neuen Prozess und die Prozess-ID und die Eltern-Prozess-ID Informationen, die werden also übernommen von dem neuen Prozess und wenn wir jetzt richtig einen Prozess erstellen wollen, ohne dass der aufrufende Prozess quasi Selbstmord begeht, dann müssen wir also fork und execute aufrufen, also im Kindprozess execute, dass also der neue identische Prozess ersetzt wird durch den Prozess, den wir ja wirklich erstellen wollen.
So sieht's aus. Das führt uns zu unglaublich vielen lustigen Möglichkeiten, wie man auch ein bisschen Spaß haben kann. Wenn Sie zum Beispiel einen Kommilitonen haben, der gerne vergisst, seinen Desktop zu sperren, ja, oder Sie wollen mal gucken, wie schnell Sie den Speicher Ihrer Maschine vollkriegen, warum nicht einfach mal einen Prozess erstellen, der in einer Endlosschleife weitere Prozesse mit Fork erstellt. Das ist die sogenannte Fork-Bombe. Die Fork-Bombe können Sie quasi mit allen denkbaren Programmiersprachen in ganz wenigen Zeilen realisieren. Ich habe hier jetzt einfach mal drei Beispiele für gängige Programmiersprachen. Mindestens eine davon ist Ihnen vielleicht bekannt. Sie sehen also, das ist quasi, das könnten Sie auch in eine Zeile noch schreiben. Ja? Ich habe es jetzt hier der Lesbarkeit halber in mehr als einer Zeile. Und Sie sehen also, da wird immer einfach in einer Endlosschleife Fork aufgerufen. Und das funktioniert dann natürlich so lange, bis der Speicher voll ist. Sie sehen also auch, wenn Sie eine Maschine betreiben, wo die Leute direkten Zugriff drauf haben, also sich direkt über SSH oder so anmelden können, dann müssen Sie auch immer mit so Spaßvögeln rechnen. Ja. Das ist der Grund, warum man sinnvollerweise die Anzahl der Prozesse bei Benutzern auch limitiert, wenn Sie jetzt mehrere Benutzer auf einer Maschine haben. Einfach um so einem Quatsch vorzubeugen. Gut, kann ja auch einfach ein Fehler sein, ja, dass jemand mal was programmieren wollte und dann kommt es also versehentlich zu einer Forkbombe. Gut, wir haben jetzt sehr viel über Prozesse schon gesprochen. Wir haben gesehen, welche Daten machen also einen Prozess aus, wie sind Prozesse repräsentiert im Betriebssystem, wie sind die Zustände, wie kann man einen Prozess erstellen. Wir haben aber noch nicht geschaut, wie sieht ein Prozess im Speicher aus. Ja, also wir haben gesagt, welche Informationen gibt es so, aber wie sieht es im Speicher aus? Und da gibt es immer eine ganz feste Struktur. Und ich habe diese Struktur jetzt mal hier dargestellt anhand eines 32-Bit Linux-Prozesses. Ich weiß natürlich, dass Sie alle jetzt 64-Bit-Architekturen haben. Aber bei 64-Bit-Architekturen ist es im Prinzip natürlich genauso, nur die Zahlen sind größer, der Adressraum ist größer. Für so eine Folie ist es natürlich dann angenehmer, wenn man jetzt 32-Bit nimmt, weil dann kann man natürlich einfach diese Grenzwerte noch schön dazu schreiben. Also die klassische Aufteilung ist bei den Prozessen im Speicher, also die Aufteilung des virtuellen Speichers ist ein Viertel zu drei Viertel. Das heißt also, ein Viertel des virtuellen Speichers ist für das System reserviert, also für den Betriebssystemkern, und drei Viertel ist dann also für den laufenden Prozess. Das Betriebssystem oder der Kern, der ist natürlich geteilt. Ja, also der wird ja nicht dupliziert für die Prozesse. Der liegt also immer hier in diesem Adressraum und nur hier dieser Bereich des virtuellen Speichers, der ist natürlich dann für jeden Prozess eindeutig oder separat, könnte man auch sagen. Also wir sehen hier die Struktur und wir sehen also am Anfang des Adressraums, beginnend bei der niedrigsten Adresse, wertniedrigsten Adresse, da beginnt das sogenannte Textsegment. Und das Textsegment, das ist da, wo der Maschinencode liegt, der ausführbare Programmcode. Wenn Sie jetzt mehrere Prozesse haben, die den gleichen Programmcode haben, dann können die sich das im Speicher teilen. Dieser Programmcode, der ist üblicherweise auch nur lesbar, weil der wird ja vom laufenden Prozess auch nicht verändert. Der wird ja nur eingelesen und dann also in das Textsegment im Speicher dort reingeschrieben, ja, also in der Speicherhierarchie da entsprechend hochgezogen. Ja, wo kommt das her? Das ist Aufgabe von Execute. Ja. Execute liest aus der Programmdatei, aus der Binärdatei den Maschinencode aus und schreibt es also hier
in das Textsegment rein. Der nächste Bereich hier, das ist der Heap. In ganz alten Büchern, ganz alten deutschsprachigen Informatikbüchern steht auch manchmal noch Halde oder Haufen. Ich weiß nicht, vielleicht stand es so in ihren Informatikbüchern noch von der Schule, ja, aber es ist, also es ist der Heap. Und der Heap, der besteht aus zwei Komponenten, einmal das Datensegment und einmal dieses BSS. Das Datensegment wächst nicht, das BSS, die BSS-Komponente, die wächst dynamisch zur Laufzeit. Also erstmal hier dieser nicht wachsende Bereich, das Datensegment, da sind die Variablen und Konstanten drin, die schon initialisiert sind. Also wenn Sie im Quellcode sowas haben wie Integer Summe gleich 0, ja, das wächst ja nicht mehr zur Laufzeit. Ja. Also alles, alle Variablen und Konstanten, die also ihre Werte in die global bekommen haben, außerhalb von Funktionen. Das kommt auch von Execute. Also Execute liest es ja ein aus der Binary, aus der Binärdatei, aus der Programmdatei und schreibt es dann hier in diesen Adressraum. Der zweite Teil des Heap, des BSS, da haben wir die nicht initialisierten Variablen. Also alles, was außerhalb von Funktionen hier global deklariert wird, ohne Anfangswert. Ja, sowas hier wie Integer i. Da weiß man ja jetzt nicht, wie groß das mal wird. Das wird dann also zur Laufzeit, wird da der Speicher angefordert, der wird da allokiert. Und unter C, jetzt zum Beispiel, würde man das dann mit dem Aufruf malloc, memory allocate machen. Auch das muss ja irgendwo herkommen, ja. Auch das wird natürlich von execute erstmal eingelesen aus der Programmdatei und hier erstellt. Und das wird dann initial bekommen, diese Variablen den Wert 0 zugewiesen. Gut, das wächst also dynamisch zur Laufzeit. Und dann haben wir noch einen weiteren Bereich, der dynamisch zur Laufzeit wächst. Und das ist der Stack, der Stapelspeicher. Und aus diesem Grund fängt der auch hier an, in der höchsten Adresse des sogenannten User Space. Wir haben ja gesagt, ein Teil, klassischerweise ein Viertel, ist für das Betriebssystem reserviert, dieses Adress des virtuellen Adressraums, also für den Kern. Und der übrige Teil, üblicherweise drei Viertel des Adressraums, sind dann dieser User Space. Das ist dann für jeden Prozess. Und wir sehen also hier in der werthöchsten Adresse des User Space, da fängt also der Stack an, der Stapelspeicher. In älteren Büchern steht auch manchmal der Kellerspeicher. Und der Stack, der enthält also der dient zur Realisierung von geschachtelten Funktionsaufrufen auf den Stack. Auf den Stapel wird also immer draufgelegt die Aufrufparameter und die Rücksprungadresse. Und auf dem Stack, da haben wir auch die Kommandozeilenargumente des Prozessaufrufs und die Umgebungsvariablen und dergleichen. Der Stack arbeitet nach dem Last-in-First-out-Prinzip. Das heißt also, da wird immer draufgepackt und in der gleichen Reihenfolge wird er auch wieder aufgeräumt. Und die beiden, die wachsen dann also zueinander hin. Und Sie sehen das also, hier ist also der freie Bereich und so groß wie der Adressraum dann halt ist, so groß kann dann also ein Prozess werden. Ja, mit jedem Funktionsaufruf auf den Stack, da wird also so eine Datenstruktur auf den Stack draufgelegt und da haben wir dann, wie schon gesagt, Aufrufparameter, Rücksprungadresse, Zeiger auf die aufrufende Funktion und beim Rücksprung, da wird der Stack dann also wieder aufgeräumt. Üblicherweise haben wir das große Wachstum hier im Bereich BSS. Der Stack, der wird jetzt normalerweise nicht so wahnsinnig groß, nach meiner Erfahrung. Wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Datenbank laufen haben, und da werden ja dann schon große Speicherbereiche
wenn sie die intensiv nutzen, allokiert mit Memory Allocate. Also das große Wachstum, das findet dann eher hier statt. Ja. Wenn Sie mehr über Ihre binären über Ihre Binaries wissen wollen, also wenn Sie im Voraus schon mal schauen wollen, wie viel Speicher wird ein Prozess wahrscheinlich belegen, wahrscheinlich allokieren, das kann man schon im Vorfeld rausfinden, zum Beispiel mit dem Kommando size. Und size untersucht dann also diese Programmdateien und gibt Ihnen hier tabellarisch aus, wie groß wird jetzt also das Textsegment, das Datensegment oder der BSS, wenn Sie jetzt dieses Programm starten. Ja, das weiß man ja. Execute würde das ja dann auslesen und das sehen wir hier. Ich habe hier mal so einen kleinen Ausschnitt, also einige Programme jetzt, die mit C anfangen hier, zum Beispiel Cat oder Change Group, Change Mod, Change Ownership, CP und so. Und da sehen wir also hier Größe vom Textsegment, Größe vom Datensegment und Größe vom BSS. Ganz informativ, aber das sind jetzt natürlich dann auch eher kleinere Programme. Ja, und so langsam werden sich diese Dinge, die ich Ihnen da so vorgestellt habe in den letzten Wochen, so langsam ergibt sich vielleicht so ein zusammenhängendes Bild. Das wäre mein Ziel. Sie erinnern sich vielleicht an den virtuellen Speicher, den hatten wir ja intensiv besprochen. Und jetzt haben wir ja schon gesehen, also jeder Prozess ist ja unabhängig von den anderen Prozessen und der virtuelle Adressraum, da gibt es also einen Teil, der ist für die Prozesse unerreichbar, der Kernel Space. Und dann haben wir den User Space, also das ist der virtuelle Adressraum, den die Prozesse nutzen können und der ist für jeden Prozess unabhängig. Und die Struktur der Prozesse ist immer gleich. Und jetzt sehen wir also hier zwei Prozesse. Ein sehr kleiner Prozess, hier 4 MB belegt der. Und hier haben wir einen etwas größeren, also einen deutlich größeren Prozess, 240 MB. Und wir sehen also hier Stack und Heap, die wachsen jeweils gegeneinander zu. Und wir sehen also die Seiten der Adresse. Die sind natürlich hier wild, wild gemixt im physischen Speicher abgebildet. Einige Seiten sind vielleicht auch ausgelagert. Davon wissen die Prozesse aber nichts. Das zu verwalten ist Aufgabe des Betriebssystems anhand der Seitentabellen. Sie erinnern sich, für jeden Prozess gibt es also mindestens eine Seitentabelle, eher mehrere bei mehrstufigem Paging und bei den Seiteneinträgen, da ist immer definiert, wo ist die Seite? Ja, ist die im physischen Hauptspeicher oder ist die ausgelagert? Wenn sie ausgelagert ist, muss sie also erst in den Speicher geholt werden, um damit zu arbeiten. Und wenn der Speicher voll ist, dann muss halt verdrängt werden. Also so langsam bekommt es vielleicht alles für Sie so ein bisschen so ein rundes Bild. Ja, so viel erstmal zum Speicher. Haben Sie bis zu der Stelle erstmal Fragen, bevor ich zu einem anderen Thema noch komme, was natürlich auch mit Prozessen und Speicher zu tun hat, aber jetzt so ein ganz kleiner Schnitt ist? Ich glaube nicht, Sie sind sehr still heute. Gut, ich habe schon ein paar Mal gesagt, also wir haben ja diesen Adressraum für den Kern und den Adressraum jeweils für den laufenden Prozess im virtuellen Speicher. Und ich habe bestimmt auch hin und wieder schon mal den Begriff Benutzermodus und Kernelmodus einfließen lassen. Der Grund ist, wir haben verschiedene Privilegienstufen, die also erstmal von der Hardware-Architektur zur Verfügung gestellt werden und dann auch von den Betriebssystemen genutzt werden. Und mit Hilfe dieser Privilegienstufen können also die Prozesse anhand ihrer Wichtigkeit unterschieden werden und können denen also unterschiedliche Rechte zugewiesen werden. In der Praxis ist es wirklich sehr, sehr, sehr vereinfacht. Also die
die Prozessoren, die wir üblicherweise nutzen, aktuell, diese Intel-kompatiblen Prozessoren, die enthalten oder die realisieren 4 Privilegienstufen. Und diese Privilegienstufen, die werden gerne in der Literatur als so ineinanderliegende Ringe dargestellt. Manchmal hat man auch schon gesagt, wie so Suppenschüsseln, die ineinander gestapelt sind. Und der innerste Ring, dieser Ring 0, das ist der sogenannte Kernel-Modus, soll er sein. Und die äußeren Ringe, das ist dann alles Teil des Benutzermodus. Idee ist, nur ein Prozess, der dem Kernel-Modus zugeordnet ist, und das ist halt der Betriebssystemkern, unter Linux sind es auch noch die Module, nur der Kern kann also auf die Hardware voll zugreifen und kann auf alle physischen Speicheradressen auch voll zugreifen. Man könnte jetzt mal so ein bisschen vereinfacht sagen, der kann im Real-Mode quasi arbeiten. Ja? Also der kann überall direkt drauf zugreifen. Prozesse, die also nicht dem Kernel-Modus zugeordnet sind, das sind unsere normalen Benutzerprozesse, die laufen im Benutzermodus, die dürfen im Prinzip gar nichts. Die dürfen nur auf ihrem eigenen virtuellen Speicher im Protected Mode arbeiten. Und für alles andere müssen sie den Kern quasi fragen. Ja, sie müssen quasi beim Kern erbitten, dass er etwas für sie tut, wenn sie auf eine Hardware zugreifen wollen, wenn sie mehr Speicher wollen, wenn sie mit anderen Prozessen kommunizieren wollen und so weiter. Als Student habe ich mich früher öfters mal gefragt und auch später noch, wie sehen denn diese Ringe überhaupt aus? Ja? Wenn ich jetzt einen Rechner aufschraube, dann sind da keine Ringe. Ja? Es kann einem fast keiner sagen. Man muss auch schon relativ lange recherchieren, um die Antwort zu finden. Es ist tatsächlich einfach nur ein Register. Dieses Register CPL, also ich habe die Antwort hier in so einem uralten Intel-Handbuch gefunden, ja, aus den 80er Jahren, da war es also schön beschrieben. Es ist wirklich nur ein Register, was also für den laufenden Prozess die Privilegienstufe vorhält. Ja, ich habe gesagt, es ist sehr vereinfacht bei den modernen Systemen. Warum ist es sehr vereinfacht? Also von diesen 4 Privilegienstufen werden in der Praxis nur 2 verwendet, nämlich der Kernel-Modus, also der Ring 0, und der Benutzermodus, das ist dann der äußerste Ring, der Ring 3. Die Ringe 1 und 2, die werden in der Praxis meines Wissens quasi nie verwendet. Der Grund dafür ist, die meisten Betriebssysteme sind ja dafür ausgelegt, dass sie potenziell auch auf andere Hardware laufen. Also zum Beispiel die Firma Microsoft, die wollte in der Vergangenheit auch andere Hardware-Architekturen bedienen und hat dann also auch ihre professionellen Windows-Versionen zum Beispiel für den Alpha-Prozessor und für den PowerPC und den MIPS entwickelt. Und diese Architekturen, die heute jetzt aber eigentlich keine Rolle mehr spielen, die sind nicht mehr gängig, die hatten von vornherein nur 2 Privilegienstufen. Ja. Und ja, damit gab es dann also keinen Grund jetzt auf andere Privilegienstufen noch zu setzen. Es gibt sowieso nur ganz wenige Beispiele aus der Vergangenheit, aus älteren Betriebssystemgenerationen, die also wirklich sinnvoll diese Privilegienstufen 1 und 2 genutzt haben. Also es gab da Beispiele, da wurde versucht, Grafiktreiber auszulagern oder Netzwerktreiber. Aber das waren meines Wissens alles Totgeburten. Also das hatte keine Zukunft. Hatte auch keine wirklich greifbaren Vorteile, glaube ich, in der Praxis. Ja, also wir haben ja schon gesagt, die Prozesse, die dürfen immer nur auf ihren virtuellen Speicher zugreifen. Und das ist natürlich eine sehr starke Limitierung. Wenn jetzt ein Prozess etwas Höherwertiges möchte, also zum Beispiel einen Hardwarezugriff durchführen, dann muss er den Betriebssystemkern darum bitten, und das geschieht, also diese Anweisung geschieht mit Hilfe eines Systemaufrufs. Und ein Systemaufruf löst also einen sogenannten Moduswechsel aus, also einen Sprung
vom User-Modus in den Kernel-Modus. Also der laufende Prozess übergibt quasi an den Kern. Ja, er fragt beim Kern an, und wenn der Kern sagt, denkt, ja, das mache ich, ja, dann, also es wird dann übergeben an den Kern, und der Kern schaut dann also, mache ich das, ja, will ich diese Anforderung erfüllen? Und dann wird es also ausgeführt. Und wenn ja, dann wird also an den aufrufenden Prozess zurückgekehrt. Hier sehen wir das nochmal, der Moduswechsel, ja, ein Prozess übergibt die CPU an den Kern, er ist dann jetzt also unterbrochen, bis die Anfrage bearbeitet ist, und nach dem Systemaufruf übergibt der Kern wieder die CPU an den aufrufenden Prozess im Benutzermodus, und der läuft dann weiter an der Stelle, wo diese Unterbrechung, wo dieser Systemaufruf stattgefunden hat. Das heißt, bei einem Systemaufruf wird die Leistung immer im Kern oder vom Kern erbracht, außerhalb des Adressraums des aufrufenden Prozesses. Und jetzt wird vielleicht auch so ein bisschen klarer für Sie, warum wir hier diese zwei grünen Prozesszustände haben, ja? Einmal User Mode rechnend und einmal Kernel Mode rechnend, ja? Also wir haben hier den Systemaufruf oder einen Interrupt, eine Unterbrechung von außen. Interrupt ist immer eine Unterbrechung von außerhalb des Prozesses. Exception wäre von innerhalb. Oder ein Systemaufruf. Und dann wird irgendwann an den Prozess zurückgegeben. Gut, kommen wir zurück zu den Systemaufrufen. Diese Systemaufrufe sind elementar wichtig. Ja, also eine ganz wichtige Funktion des Betriebssystems, weil es ist auch nur eine von ganz, ganz wenigen Schnittstellen, die es überhaupt gibt, die das Betriebssystem zur Verfügung stellt. Weil damit können wir, ja, damit können unsere Prozesse Dinge tun, die sie eigentlich nicht dürfen, oder Dinge anfordern, die sie eigentlich nicht dürfen. Zum Beispiel Dateien erzeugen, ja, oder auf irgendwelche Hardware zugreifen. Also ganz elementare Dinge. Und wenn wir jetzt mal einfach fragen, was gibt es denn überhaupt für Schnittstellen zum Betriebssystem oder Schnittstellen, die das Betriebssystem zur Verfügung stellt, dann sieht man, das sind wirklich sehr wenige. Also einmal haben wir ja hier als Benutzer, haben wir unsere Benutzerschnittstelle. Das ist entweder dieses grafische Klicky-Klicky, was viele von uns, was wir täglich eigentlich so nehmen, oder zum Beispiel der Shell-Interpreter. Ja. Dann haben wir eine Ebene tiefer, haben wir die Bibliothekenschnittstelle, also die Schnittstelle zur Standardbibliothek. Und die Standardbibliothek, da nehme ich jetzt schon mal vorweg, das erkläre ich gleich noch intensiver, die maskiert quasi die Systemaufrufe. Also die bildet eigentlich für jeden Systemaufruf mindestens einen gleichwertigen Bibliotheksaufruf, damit wir nicht direkt mit den Systemaufrufen arbeiten müssen und damit wir auch so ein bisschen unabhängig sind von den Kernversionen. Ja, hier diese Standardbibliothek-Schnittstelle, die ändert sich nicht. Ja, und was darunter passiert, das ist für unsere Prozesse dann meistens so ein bisschen sie ist transparent, ja, das kriegen die gar nicht so mit. Und dann haben wir hier noch als letzte Schnittstelle die Systemaufrufschnittstelle, System Call Interface. Und damit sprechen wir also wirklich den Kern direkt an und weisen ihn an, Dinge zu tun. Ob er es dann halt tut, hängt davon ab, ob es zulässig war. Ja, und ganz unten haben wir die Hardware. Ja. Hier nochmal so ein kleiner Vergleich zwischen Systemaufrufen und Interrupts. Ja, Interrupts sind ja Unterbrechungen von außerhalb eines Prozesses. Zum Beispiel, wir haben eine Taste gedrückt, ja, dann kommt es zu einem Interrupt. Und wir sehen jetzt hier nochmal virtuellen Adressraum eines Prozesses. Wir sehen den Kernel-Modus, wir sehen den Benutzermodus. Wir sehen hier der Prozess, sagen wir mal, der läuft jetzt, und jetzt ruft er einen Systemaufruf auf. Das heißt, er übergibt die CPU an den Kern. Der Kern guckt sich das an, diese Anforderung, vielleicht führt das aus. Auf jeden Fall gibt er irgendwann zurück an den Prozess, und der läuft dann weiter. Bei einem Interrupt ist es anders. Bei einem Interrupt kommt es zu einer Unterbrechung von außen. Dann wird der Interrupt abgearbeitet vom Kern. Und wenn das geschehen ist, dann kann der unterbrochene Prozess weiterarbeiten.
Ja, jetzt haben wir über Systemaufrufe schon so ein bisschen gesprochen. Jetzt wenigstens mal einen benennen, denke ich. Ja, das wäre vielleicht ganz sinnvoll. Also einer, der in der Praxis häufig verwendet wird, ist zum Beispiel I/O Control. I/O Control. Damit werden also gerätespezifische Befehle an den Kern übergeben. Und das ist ganz vielfältig. Es können zeichenorientierte Geräte sein, es können blockorientierte Geräte sein. Wir sehen also hier, der Systemaufruf, der hat also drei Parameter. Einmal File-Descriptor, das macht Sinn, weil Sie wissen ja, unter Unix ist alles als Datei repräsentiert. Also Dateien sind Dateien, Verzeichnisse sind Dateien, Geräte sind als Datei in der Dateihierarchie repräsentiert, FIFOs sind als Datei repräsentiert, alles Mögliche. Dann sehen wir hier als nächstes eine Aktionsaufforderung, das heißt also, was soll getan werden? Und dann haben wir in der Regel noch hier einen Integerwert oder einen Zeiger auf Daten. Was macht man jetzt damit? Also so ältere Beispiele, so ein bisschen oldschool, zum Beispiel, wenn man jetzt was formatieren möchte oder wenn man jetzt eine Erweiterungskarte, also oder ein Gerät initialisieren möchte oder zum Beispiel hier die CD-Schublade aufmachen will. Jetzt etwas modernere Beispiele, zum Beispiel die WLAN-Schnittstelle. Ja? Sie wollen hier Status- oder Verbindungsinformationen abfragen oder Sie wollen hier auf so einen Sensorbus zugreifen. Ganz vielfältig. Es gibt gut gepflegte Listen der Systemaufrufe, sind bei den gängigen Betriebssystemfamilien mehrere hundert und da können Sie, gibt es also ganz viele Quellen. Ich habe hier mal jetzt einfach ein paar hingeschrieben für Linux und Windows und da sind die Systemaufrufe also erfasst. Ich habe es jetzt schon gesagt, es gibt aber noch eine weitere Schnittstelle, ja, die Bibliotheksschnittstelle. Ich habe es auch schon so ein bisschen vorweggenommen. Warum es die gibt, aus Gründen der Portabilität. In den Betriebssystemkernen, da kann sich ja alle Nase lang was ändern. Also immer wenn ein neuer Linux-Kernel rauskommt, dann können sich die Schnittstelle, die System Call Interface, das kann sich ändern. Können neue dazukommen oder sie können die Parameter können sich ändern. Aber sie wollen ja, dass ihre Programme auch in Jahren noch laufen, also auch mit neueren Betriebssystemversionen. Sie kennen das ja auch zum Beispiel unter Windows. Da können Sie teilweise 20 Jahre alte Programme problemlos starten, weil einfach man nicht direkt auf die Systemaufrufe programmiert, üblicherweise, sondern auf Standardbibliotheksaufrufe. Die Standardbibliothek, Sie haben in jedem Betriebssystem heute eine, ja, unter Linux die glibc standardmäßig oder unter Windows ist es diese NTDLL. Die bietet Ihnen also Funktionsaufrufe, Bibliotheksfunktionen, die also die Systemaufrufe maskieren und die soll stabil sein über Jahrzehnte hin. Es hat noch andere Vorteile, Portabilität, ja. Und aber auch Sicherheit. Das heißt, sie haben noch mal so eine zusätzliche Schicht, die also überprüft, war so ein Aufruf jetzt korrekt, war der Benutzer, hat er die Erlaubnis, das zu tun. Das heißt also, sie haben dann noch mal eine geringe Erhöhung der Sicherheit. Ja, schauen wir uns mal an, wie das alles zusammenhängt. Ja, das finde ich immer ganz gut, wenn man so ein größeres Bild kriegt. Also was passiert denn jetzt eigentlich im Detail, wenn ich jetzt einen Systemaufruf aufrufe, beziehungsweise wenn ich die Standardbibliotheksfunktion, die das maskiert, aufrufe? Nochmal ganz kurz zurück, ich habe das jetzt gar nicht so richtig gezeigt hier, dieses Bild habe ich von Wikipedia geklaut, Sie sehen es hier. Und da sehen wir nochmal hier im Zentrum haben wir den Kern. Ganz gelungenes Bild, finde ich. Im Zentrum haben wir den Kern, wir haben die grundlegenden Funktionen hier in der Prozesskommunikation, Speicherverwaltung, I/O und dergleichen. Außenrum haben wir die Systemaufrufschnittstelle, System Call Interface mit den fast 400 Systemaufrufen, jetzt sind es vielleicht über 400. Und außenrum haben wir dann nochmal hier diese
Standardbibliothek, die glibc, und hier, die bietet uns also mehrere tausend entsprechende Funktionsaufrufe, die dann wiederum Systemaufrufe absetzen. Das heißt, wir können entweder direkt mit Hilfe, also wir können direkt Systemaufrufe aufrufen, wenn wir das unbedingt wollen. Zum Beispiel, wenn wir selber auch einen implementieren, das ist gar nicht so schwer. Oder wir rufen also die entsprechende Standardbibliotheksfunktion auf. Schauen wir es uns mal Schritt für Schritt an. Ich kenne da ein gutes Beispiel. Sie sehen hier, ich habe es von einer namhaften Quelle, vom Herrn Tannenbaum. Also namhafter ist da schon schwierig in dem Bereich. Und der Herr Tannenbaum, der hat also in seinem Werk hier erklärt, wie im Detail Read aufgerufen wird. Ich habe es dann noch ein bisschen ausformuliert, ausgeschmückt, aber das ist schon sehr, sehr präzise von ihm erklärt gewesen und ich denke, das ist auch mal sinnvoll hier. Also, wir sehen hier wieder unseren Adressraum unterteilt in Kernel Space und User Space. Kernel-Adressraum und Benutzer-Adressraum. Jetzt hier im Beispiel vom Herrn Tannenbaum ist es quasi auf den Kopf gestellt, ja. Also ich habe immer eigentlich den Kernel-Space oben, aber das ist jetzt egal. Wir sehen hier Schritt 1, 2, 3, ja. Also bei Read, da haben wir natürlich auch wieder drei Parameter. File-Descriptor, wir müssen ja irgendwo hin, wir wollen ja von irgendwas was lesen. Bei Read wollen wir ja also eine Anzahl von Byte aus einer Datei, das gut dahinter kann auch ein Gerät stecken, aber von einem File-Descriptor, von einer Datei lesen. Und das muss dann also in einen Puffer reingeschrieben werden. Deshalb haben wir hier File-Descriptor, Puffer und Number of Bytes. Gut, wir sehen jetzt hier in den ersten drei Schritten, da wird also jetzt dieser Benutzerprozess hier, der wird also diese drei Parameter erstmal auf den Stack legen. Und im vierten Schritt hier wird also jetzt der Benutzerprozess die Bibliotheksfunktion Read aufrufen. Und wir haben ja schon gesagt, was die machen soll. Und im fünften Schritt hier, da wird jetzt diese Bibliotheksfunktion, die wird jetzt also die Nummer des Systemaufrufs, der jetzt also nötig ist für Read, der wird in einem Register der CPU abgelegt. Wenn es eine 32-Bit-CPU wäre, dann wäre es das Register EAX. Bei unseren 64-Bit-CPUs ist es dann das Register RAX. Und die drei Parameter, die werden auch von der Standardbibliothek, von dieser Bibliotheksfunktion, in drei Registern der CPU abgelegt. Bei älteren CPUs ist es dann EBX, ECX und EDX. Und bei moderneren ist es hier dieses RBX, RCX und RDX. So, jetzt im sechsten Schritt wird jetzt also das Read ein Software Interrupt auslösen, also eine Exception, eine Unterbrechung von innen. Und diese Exception 128, die löst jetzt also den Moduswechsel aus, also den Sprung vom Benutzermodus in den Kernel-Modus. Und das heißt jetzt also, der Kern, der übernimmt. Und der Exception-Handler, der muss jetzt also diese Ausnahme behandeln. Das ist eine Komponente des Kerns. Und der Kern, der verwaltet eine Liste von allen Systemaufrufen. Das ist die System Call Table, die kann man auch einsehen. Und da ist also dann für jeden Systemaufruf die jeweils kernelinterne, also die kernelinterne Funktion zugeordnet, also zu jeder Systemaufrufnummer die kernelinterne Funktion. Und ja, der Exception Handler, der liest dann also dieses Register EAX in der CPU aus, dann schaut er also in der System Call Table, was ist das jetzt für ein Systemaufruf. Er ruft dann die entsprechende Funktion im Kern auf, und zwar mit den Inhalten der Register RBX, RCX und RDX, also mit diesen Aufrufparametern. Dann im achten Schritt läuft dann also dieser Systemaufruf, also diese kernelinterne Funktion, also es wird dann jetzt wohl was eingelesen und in den Puffer reingeschrieben.
Und im neunten Schritt gibt jetzt also der Exception Handler dann die Kontrolle an die Bibliotheksfunktion zurück, die also dann den Software Interrupt, also die Exception 128 ausgelöst hat. Und die Funktion hier, die kehrt dann also im zehnten Schritt, gibt die also dann die Kontrolle an den Benutzerprozess zurück. Und damit ist dann der Systemaufruf abgeschlossen. Und jetzt im finalen Schritt, im elften Schritt, muss jetzt also dann noch der Stack aufgeräumt werden und dann läuft der Benutzerprozess weiter. Im besten Fall hat er jetzt also diese Daten dann eingelesen, ja, und die liegen dann also in diesem Puffer drin. Man sieht also ziemlich viele Einzelschritte, eigentlich für eine kleine Aktion, ja, aber so hängen die Dinge dann miteinander zusammen, ja. Systemaufrufe, Bibliotheksfunktionen und wie man das dann nutzen kann. Wenn Sie sehen wollen, wie Sie direkt Systemaufrufe aufrufen, das ist nicht so schwierig. Ich habe hier wieder so ein kleines C-Beispiel und da sieht man auch den Vergleich, wie arbeitet man mit Systemaufrufen direkt und wie nutzt man also die entsprechende Bibliotheksfunktion. Und da sieht man also, das ist im Quellcode keine große Sache. Also wir sehen hier wieder den ersten vier Zeilen, da binden wir also unsere Bibliotheken ein. Unter anderem haben wir jetzt auch hier syscall und wir haben hier unsere Main-Funktion. Wir sehen, hier haben wir also zwei Integer-Variablen uns definiert und die erste nutzen wir also, um den Rückgabewert des Systemaufrufs syscall abzuspeichern. Und wir rufen jetzt einfach mal getPID direkt als Systemaufruf auf. Ja, also wir fragen direkt mal beim Kern an, wie ist denn eigentlich unsere Prozess-ID? Und wir sehen hier also, das funktioniert so mit syscall und dann hier der Systemaufruf, das ist dann groß geschrieben sys_getPID. Das geben wir jetzt auch auf der Shell aus. Und dann hier machen wir das Gleiche, aber wir fragen die entsprechende Standardbibliotheksfunktion an. Und das haben wir ja quasi die ganze Zeit auch immer so gemacht. Ja. Wir haben ja die ganze Zeit gar nicht wirklich mit Systemaufrufen gearbeitet, sondern immer mit der Bibliotheksfunktion und die hat dann wiederum das übersetzt. Die hat es dann übergeben an die eigentliche Systemaufrufschnittstelle. Ja, und jetzt sehen wir also hier, wir nutzen die Bibliotheksfunktion und geben dann auch hier wieder entsprechendes Ergebnis aus. Und hier sehen wir die Ausgabe, also ich habe es dann kompiliert und ausgeführt. Und wir sehen also hier, das Ergebnis ist natürlich gleich, ist natürlich immer dieselbe PID, einmal halt mit Anfrage an die System Call Interface und einmal Standardbibliotheksschnittstelle. Was gibt es eigentlich so für Systemaufrufe? Wir haben ja schon gesagt, es gibt ein paar hundert bei den gängigen Betriebssystemen, so um die 400 wahrscheinlich. Einfach mal nur so ein paar Begriffe, mit denen Sie mit Sicherheit was anfangen, so ein paar Namen, also zum Beispiel Fork oder dann auch so mehrere Varianten von Execute. Dann haben wir hier zum Beispiel WaitPID, ja, wir warten auf die Beendigung eines Kindprozesses oder wir wollen einen Prozess beenden mit Exit, dann diese verschiedenen Aktionen zur Dateiverwaltung, Open, Close, Read, Write, Seek, Status, Verzeichnisverwaltung, was ja auch im weitesten Sinn Dateiverwaltung dann ist, also das Verzeichnis erstellen, löschen, dann haben wir hier diese Verzeichniseinträge erstellen und entfernen oder ein Verzeichnis einbinden an einer bestimmten Position in der Hierarchie, in der Dateihierarchie oder hier Change Directory, Change Mod, Kill, Time und so weiter. Also nur so eine ganz kleine Übersicht. Ich habe Ihnen ja Quellen angegeben, wo Sie komplette Übersicht finden können. Gut, so oft braucht man es nicht im Leben. Wenn Sie selber mal schauen wollen, was gibt es denn für Systemaufrufe, auch auf Ihrem System, das ist ziemlich leicht unter Unix. Je nachdem, was für einen Linux-Kern Sie verwenden, wenn Sie Linux nutzen. Bei den sehr alten Betriebssysteminstanzen, da werden Sie hier in diesem Verzeichnis dann die
Tabelle der Systemaufrufe finden. Bei den neueren Versionen, da ist es dann eine dieser Dateien, je nachdem, was Sie jetzt für eine Architektur haben. Und hier sehen Sie so einen kleinen Ausschnitt, also da sehen Sie dann vier Spalten. Sie sehen einmal die Nummer des Systemaufrufs, Sie sehen, für welche Architektur er jeweils dann vorliegt. Sie sehen diesen kurzen Namen und Sie sehen, Sie sehen die zugehörige Funktion und Sie sehen also den Sprungnamen sozusagen, also wie er angesprochen werden kann. Das führt zu einer für FH-Studentinnen und Studenten naheliegenden Frage: Wie kann ich mir selbst einen Systemaufruf machen? Das ist ziemlich leicht. Ja, ich habe das auch schon ein paar Mal gemacht und erlebt im Rahmen von Abschlussarbeiten, einen eigenen Systemaufruf implementieren. Das dauert nicht lang, da gibt es auch ganz tolle Tutorials. Da können Sie also Ihren eigenen Systemaufruf erstellen, der dann was auch immer tut, ja, irgendwas einlesen oder irgendeine Hardware, die Sie zusammengelötet haben, da irgendwelche Kommandos absetzen. Gibt da tolle Anleitungen für die verschiedenen Kernel-Versionen. Ich habe Ihnen hier mal so ein paar Quellen angegeben, nur um Ihnen zu zeigen, wie vielfältig das ist. Ja, fast 10 Uhr. Ideal, um Ihnen noch die Gelegenheit jetzt zu geben, zwei, drei gute Fragen zu stellen, weil nächste Woche springen wir dann zu einem anderen Thema. Ja, ich hätte eine Frage zur Sicherheit. Ja. Das wirkt ja bis jetzt so relativ einfach, dass so ein Programm quasi einen Systemaufruf beantragt und der wird dann irgendwo überprüft. Wie funktioniert das denn, wenn man das mal stark vereinfacht, diese Überprüfung, dass quasi ein Betriebssystem weiß, ob jetzt ein Vorgang gefährlich ist oder ob der legitim ist? Sie haben ja nicht nur die Benutzer-IDs, Sie haben ja auch noch Gruppen-IDs im Betriebssystem. Zumindest unter den Unix-artigen Betriebssystemen haben Sie immer die Gruppen-ID und die, zusätzlich. Und jeder Benutzer ist standardmäßig in mehreren Gruppen. Und Sie unterscheiden auch Rechte nach Gruppenzugehörigkeit. Also auf bestimmte Hardware können Sie nur zugreifen, wenn Sie Teil einer bestimmten Gruppe sind. Ja, da empfehle ich Ihnen, gucken Sie mal unter Ihrem Unix-System in der Datei etc group. Ja, da werden Sie also diese Gruppen finden. Jede Gruppe hat eine eindeutige Nummer und da sehen Sie auch, welche Benutzer den jeweiligen Gruppen zugeordnet sind. Entschuldigung. Und so, also zum Beispiel bei meinem System, da habe ich zum Beispiel eine Gruppe für sudo und wenn Sie jetzt also Prozesse mit Systemadministratorrechten ausführen wollen, dann müssen Sie Teil dieser Gruppe sudo sein. Ja? Oder es gibt auch eine Gruppe Audio. Und wenn Sie jetzt also auf die Audioschnittstelle zugreifen wollen, müssen Sie Teil dieser Gruppe sein. Muss Ihr Benutzer Teil dieser Gruppe sein. Das Gleiche gibt es dann auch noch für Video oder für diverse Virtualisierungsfunktionen und so. Und so kann man das ziemlich fein granular definieren, welche Benutzer und damit dann auch welche Prozesse, weil jeder Prozess ist ja immer einem Benutzer zugeordnet. Also welche Benutzer dürfen auf welche Ressourcen zugreifen. Ansonsten ist es tatsächlich so, also jeder Prozess kann jetzt erstmal eine Anfrage stellen an die Systemaufrufschnittstelle, also beziehungsweise an die Standardbibliothek-Schnittstelle und die muss es dann handhaben. Daran sieht man auch, wie wichtig es ist, dass nicht jeder Hinz und Kunz aufs eigene System zugreifen kann. Ja, also deshalb macht es auch immer Sinn, gute Passwörter zu haben, sagen wir mal. Also wir haben diese Unterscheidungsmöglichkeiten anhand Benutzer und Rechte innerhalb des Systems, aber andererseits ist es trotzdem auch sehr wichtig, dass die Systeme anständig abgeschirmt sind.
Das heißt dann mehr oder weniger, wenn dann der Benutzer dann halt irgendwo in die Irre geführt ist oder nicht aufmerksam. Also wenn man jetzt ein Programm mit Absicht installiert und auch dann irgendwo vielleicht die Rechte zugibt, die man denkt, dass dieses Programm die braucht, in einem guten Gewissen und sich dann dort was drin versteckt, dann ist man mehr oder weniger aufgeflogen, oder? Sie haben jetzt sehr schön das Funktionsprinzip von Schadsoftware beschrieben. Also Okay. von Trojanern oder Backdoors oder so. Ja, klar. Ja, und Wenn Sie das jetzt. heißt, die typischen Antivirenprogramme funktionieren einfach nur über das Bekanntsein von solchen Ja, klar. Ja. Shots. Okay. Genau. Okay, danke. Gerne. Gibt es noch eine Frage? Okay, danke, dass Sie heute dabei waren. Nächste Woche machen wir dann weiter im weitesten Sinne auch wieder Prozessverwaltung, also mit Scheduling. Und dann haben wir noch die Interprozesskommunikation. Und damit würden wir dann wahrscheinlich innerhalb der nächsten 2 Wochen schließen wir dann damit die Betriebssysteme ab und gehen dann zu den Rechnernetzen. Okay, danke, dass Sie da waren. Bis Freitag in den Übungen oder bis nächste Woche. Schönen Tag Tschüss. Ihnen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss.